Let's start again. Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von ARK. Julia steht hier auch schon wieder vor mir. Hallo. Und ist bereit. Und wir werden jetzt loslegen. Ich habe jetzt hier, okay, in der Werkbank noch kein Eisen drin. Ich packe da jetzt mal welches rein. Und dann kann ich die Pike, die da drin war... Die habe ich schon repariert. Ah, okay, hast schon repariert. Alles klar, dann werde ich jetzt gar keine Zeit schinden. Dann mache ich mich nämlich direkt mal auf den Weg und werde jetzt versuchen, Keratin ohne Ende ranzuholen. Das brauchen wir nämlich, Leute, für unseren Argentavis-Sattel, ja, wie ich schon erwähnt hatte. Hier haben wir einen Level 55 Trike. Ja, normalerweise müsste ich Pfeile herstellen. Hast du noch ein bisschen Feuerstein gefahren zu und übrig? Feuersteine sind im Mörtel noch drin. Ja, okay, dann werde ich mir gleich ein paar Pfeile herstellen, Leute. Wir gucken jetzt erstmal, ich hatte hier eigentlich Schildkröten und so rumlaufen sehen, aber hier ist ja fast gar nichts mehr jetzt. Das ist echt doof. Wir brauchen echt ein bisschen Keratin oder Chitin, damit wir... Ah, da hinten haben wir eine Schildkröte. Damit wir dann einfach, ja, uns den Sattel craften können. Dann werden wir jetzt die Schildkröte erstmal verkloppen. Welches Level bist du? Oh, die ist Level 100. Eieiei. Eigentlich wäre das ganz geil, die jetzt schon zu tamen normalerweise, weil wir brauchen später eine richtig starke Schildkröte. Aber da sollten wir gucken, hier geht es bis Level 150, dass wir dann lieber eine 150er versuchen zu bekommen. Oh, ich muss Ausdauer ein bisschen regen, Leute. Gesicht hat denn der Argentavis? Der hohe? Ja. 600 oder so. Den werde ich aber komplett aufs Kämpfen fixieren. Wir sollten für zum Tragen nochmal einen neuen Argentavis organisieren. Ich wollte jetzt gucken, dass ich mir erstmal ein Fernglas mache. Und dann kann ich nochmal gucken, dass ich nochmal einen für dich ranhole. Für Transport. Ja, es geht jetzt nur für den Anfang, dass, weil ich noch nicht so viel tragen kann. Aber ich habe da hinten noch einen kleinen Argentavis, den kannst du, wenn du willst, so lange benutzen. Den Level 20er, der kann auch schon irgendwie einiges tragen. Für den Anfang sollte der reichen. Nee, ich muss erstmal einen craften überhaupt. So, ich habe noch gar keinen Sattel. So. Die sollten wir gleich erledigt haben, Leute. Dahinter ist aber direkt noch eine Schildkröte, die kämpfen will. Oh, die ist ja auch noch Level 100, Mensch. Ist das euer Ernst? Was ist denn los hier mit den Schildkröten? Wo kommt ihr denn alle gerade hergekrochen? Zwei Level 100er Schildkröten. So, jetzt müssen wir erstmal gegen die kämpfen und die zerkloppen hier. Oh, ein Level noch, dann kann ich Holzfoundations und sowas schon machen. Ja, sehr gut. Ja, du kannst das Trike gerne, wenn du willst, auch gleich benutzen. Das müsste eigentlich so gut wie fertig sein. Das liegt da oben bei uns direkt. Ja. Ach ja, ich seh's. Boah, diese Schildkröten, ne? Die halten halt einfach so ultra lange durch, Leute. Aber die fängt schon an zu bluten. Ist schon mal gut. So. Ja, noch machst du mir viel Schaden. Aber bald ist eh Feierabend hier für euch. Oh, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir Ausdauer regen, Leute. Wegen dem Torpor. So. Jetzt sollte das aber ohne Probleme klappen. Und die ist jetzt auch so gut wie tot. Kann sein, dass ich sogar danach fast Level Up wieder bin. Was sehr gut wäre. Weil wir können dann bald nämlich den Allosaurus-Sattel... Und den will ich unbedingt haben, oder? Für den Mega, aber der kann nur nachts über, können wir mit dem gut losziehen. Tagsüber ist das wohl nicht so gut, wenn man mit dem loszieht. Aber das sieht voll süß aus, wie der sich zum Schlafen einrollt auf dem Boden. Ja. Hey, Otter! Ja, am Trike ist auch noch eine Schildkröte. Ja, hier ist ein, warte mal ganz kurz, mein Otter... Was machst du denn, Otter? Warum haust du denn da mit drauf? Hast du Hunger? Warte mal. Oh ja, der hat ein bisschen Hunger. Oh, der kriegt aber auch Sachen raus, wenn er draufhaut. Warte mal. Oh, das scheint ihm aber nicht zu schmecken. Wir müssen für den Otter anscheinend erstmal Fisch holen, Leute. Der mag wohl kein rohes Fleisch. Also der Otter braucht Fisch zum Essen, ne? Okay. Fleisch nimmt der nicht. So, das Trike ist fertig, oder wie? Nee. Also gerade nicht, aber da war eine Schildkröte, die war Level 15 am Trike. Okay, ich tue den Otter mal hier hinten in die Ecke setzen. So, warte mal, ich habe jetzt 38 Keratin. 150 brauchen wir, Leute. Das heißt, wir haben jetzt schon knapp die Hälfte zusammen, was schon mal sehr, sehr gut ist. Ich muss nur meine Pike wieder reparieren, weil die ist jetzt schon zum Teil wieder kaputt.
Dann machen wir das mal eben. Ich hoffe, dass wir heute schon den Agentavis-Sattel fertig bekommen. Das wäre so mein großes Ziel für heute. Oh, Holz packen wir mal hier rein. Sehr gut, dann können wir die Pike nämlich reparieren. So. Okay, dann gehen wir mal los. Dann gucken wir, dass wir die Schildkröte da hinten auch noch erledigen. Beim Trike. Wo läuft die denn rum? Bei mir geht's jetzt los, ne? Ja. Mit den ganzen Holzsachen. Ja. Ja, ich stelle mich sonst zur Not immer dazu, weil da kriege ich nämlich auch gut XP ab. Wenn du die Sachen craftest. So. Ah, leg dich nicht mit mir an, du blöde Schildkröte. So, die klatschen wir jetzt eben schnell aus dem Leben. Soll ich dir helfen? Ach Quatsch, ich schaff die schon. Mal ein bisschen auf den richtigen Abstand gehen. So. Die gibt jetzt nicht ganz so viel Keratin. 8 Stück habe ich rausbekommen. Mach ich auch mal Gamma raus hier. So, zack. Ja, ich gehe mal runter hier. Vielleicht sind da noch Schildkröten. Nee, aber so wie es aussieht, leider nicht. Das ist natürlich doof. Wir müssen auf jeden Fall auch gucken, dass wir für unseren Otter ein bisschen Fisch organisiert kriegen noch. Wenn ich das schaffe. Ja, einmal noch essen, dann ist der Trike fertig. Ich leg ihm schon mal das Holz rein. Ja. Level 25. Ja, ich laufe mal weiter den Strand hier entlang. Ich guck mich mal so ein bisschen um. Vielleicht finde ich hier noch Viecher. Obwohl, ich habe oben am Berg Skorpione gesehen, die könnte ich töten. Da kriege ich ja Chitin raus. Ja. Gehe ich nämlich nach oben eben auf den Berg, wo ich die Agentavis immer sonst tame. Dann machen wir das mal eben, Leute. Dann kriegen wir da nämlich Chitin und Keratin. Ich habe ja auch Bolas für den Notfall, falls irgendwelche Katzen oder so kommen und ich eine legen will zum Aimen. Etwas höher gekommen sollte. Nur darauf aufpassen. Ja, ganz gerne, wenn ich hier hochgehe, kommt dann immer irgendein fettes Vieh. Da habe ich keinen Bock drauf. Dass wieder irgendwas Starkes hier kommt und mich zerlegen will. Nee, aber so wie es aussieht, sieht es hier gerade momentan ein bisschen friedlicher oben auf dem Berg aus. Das ist schon mal eine schöne Sache. Dann gucken wir nämlich, dass wir da oben gleich, wenn da Skorpione sind, welche zerlegen. Vielleicht haben wir aber auch Glück und da ist ein richtig hochleveliger Skorpion. Dann werden wir den natürlich sofort wieder tamen, Leute. Ja, also wenn die Viecher vom Level her sehr, sehr hoch sind, dann lohnt sich das auf jeden Fall, die zu tamen immer, bevor man die umlegt. Das ist so eine Sache, die muss ich viel, viel effektiver angehen. Dass ich, wenn ich was Hochleveliges sehe, immer sofort versuche, es lieber zu tamen, statt umzulegen. So, dann wollen wir mal gucken. Ah, ich glaube, der Skorpion war hier hinten irgendwo letztes Mal, wo ich den gesehen habe. Da ist er da rumgelaufen. Da laufen irgendwelche anderen Viecher gerade rum, klein. Da haben wir nochmal einen Agentavis. Ah, ich schaue mich mal hier genauer um. Die T-Rex-Haufen, die stapeln sich hier. Sieht schon bald aus wie so ein Eis. Okay, alles klar. Welches Level bist du? Aua, 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 aua. Hier ist ein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aua, ich glaube, ich werde sterben, Leute. Hier oben ist ein Level 135 Agentavis. Ja, der wird mich jetzt töten. Entschuldigung. Kein Problem. Ja, töte mich schön hier. Hier kannst du mich töten. So. Hier soll der mich töten, ja. Sehr gut. Den werden wir versuchen zu tamen, Leute. Den werden wir versuchen zu tamen. Noch töten die Viecher mich, ja? Weil ich bin auch nicht so gut ausgestattet gerade. Ich habe keine Pfeile mit und so. Ich habe kein Fernglas. Hätte ich ein Fernglas, hätte ich aus der Entfernung direkt geguckt. Level 135. Bam, hätte ich direkt gelegt und getamed. Den werden wir auf jeden Fall holen, weil dann haben wir 2 Agentavis. Je nachdem, wenn wir Glück haben, ist der auch auf Angriff, ja? Was natürlich eigentlich nicht so gut wäre. Aber zur Not können wir dann den anderen 130er, den ich getamed hatte, der jetzt fast Level 200 ist... Den können wir dann zur Not nämlich nehmen und den können wir dann der Julia geben. Die kann den dann auf Traglast skillen. Ja, welcher von den beiden stärker ist, der wird definitiv als Kampf-Agentavis benutzt, weil das einfach Sinn macht auch, ne? Müssen wir mal gucken. So, dann gehen wir mal jetzt schnell los hier. Tam, 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 tam. Du hattest noch, hast du gesagt, hier drinne welche, ne? Oh ja, da können wir auf jeden Fall einige Pfeile von machen. Mal ganz kurz schauen hier. Feuerstein, hatte ich nicht auch noch Flint drinne? Nee, ne? Nee, absolut gar nichts. Ist aber nicht schlimm. Ich verstehe das gerade nicht mit dieser... Oh. Was denn? Mit dieser neuen Pull-Funktion in der Mod.
keine Ahnung, kann ich gerade auch nicht sagen. Ich muss mich jetzt erstmal nämlich hier drum kümmern, dass ich jetzt einen schönen Agentavis gleich ranhole. Oh je, ich hatte das ganze Narkotik, glaube ich. Ach nee, das habe ich beim... Ich habe das im Trike. Ja. Muss mich nur ein bisschen beeilen. So. Der fliegt bestimmt auch gleich da oben irgendwo rum, der Agentavis, wenn ich Pech habe, Leute. Da müssen wir auf jeden Fall gucken. So, zack, wo ist denn der Trike? Steht der hier irgendwo? Neben der Basis, da wo der Agentavis ist. Ach, da. Ja. Wenn man dann mal auch was sieht, Kevin, ne, dann klappt das Ganze auch ganz gut eigentlich. So, dann stellen wir uns mal... Ja, machen wir mal knapp 30 Stück so davon, ja? So, dann gehe ich ganz langsam entspannt den Berg hoch. Dann werden wir gleich schön safe unseren Stuff looten. Und dann werden wir den Agentavis auf jeden Fall schnell betäuben. Oh, nice, ey. Wenn wir den haben, richtig geil. Dann haben wir schon zwei richtig hohe Agentavis. Aber da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir langsam auf Chitin und Keratin kommen für den Sattel. Ich meine, wenn einer von beiden schon mal einen Sattel hat, ist das nicht das Problem, weil dann können wir nämlich so Viecher, die Keratin und Chitin geben, ohne Ende legen, easy going. Gar kein Problem, weil denke, die werden richtig Schaden machen. Ich denke, der Sattel für den Trike wäre am wichtigsten, damit man Bären farmen kann. Wir müssten irgendwo einen Sattel vom Trike haben, oder? Ich habe den die ganze Zeit im Inventar. Aber habe ich den nicht beim Trike schon reingelegt gehabt? Weiß es nicht. Mal gucken. Ich guck gleich mal. Aber ich weiß, dass ich einen habe. Das kann sein, dass der dann noch oben in meiner Tasche ist. Da liegen lassen habe. Da müssen wir mal gucken. Dann muss ich, muss ich den gleich dir noch bringen. So. Müssen wir vorsichtig vorgehen, Leute. Ganz vorsichtig und sachte. Oh Gott. Ja. Der läuft richtig schön Patrouille an meiner Tasche. Der Drecksack. Schön Ausdauerregen erstmal, Leute. Keine Sorge, bis die Tasche despawnt, dauert locker 10 Minuten. So. Dann nehmen wir jetzt das hier rein. Okay, sehr gut, Leute. Wir haben jetzt genug Ausdauer. Jetzt warten wir, bis der Vogel... Oh, er landet wieder. Ah, gut, ich habe ihn schon einmal gut erwischt. Oh, er mich aber auch. Oh ja, der hält einiges aus. Da müssen wir mal vorsichtig sein. Sehr gut. Den haben wir schon wieder gut gegeben. Und schon wieder einen gut mitgegeben. Aua. Oh nein, jetzt kommt auch noch ein Raptor. Dein Ernst? Da kommt da oben noch ein 145er Raptor. Ich glaube es ja nicht. Was sind denn hier für High-Level-Viecher gerade unterwegs? Oh. Der Agentavis wird jetzt gegen den Raptor wahrscheinlich kämpfen. Ich weiß nur nicht, ob der Agentavis das schafft, weil der hat einen ziemlich hohen Torpor-Wert gerade drinne. Da müssen wir mal schauen, Leute. Ey, ich habe hier aber auch echt momentan dieser Hügel oben, ne? Das ist so krass, was du da alles kriegst. Aber ich habe teilweise so ein Pech, ne? Mist, ich hätte die Bola in die Hand nehmen sollen noch. Ich hatte Bolas mit dabei. Heute ist schon wieder so eine Folge, wo ich wieder richtig, richtig viel Pech habe teilweise. So, wir nehmen jetzt erstmal unseren Einhorn-Sabi hier mit, ne? Unsere Einhorn-Sabi. Die muss uns nämlich jetzt beschützen wahrscheinlich. Moment. Erhalten. Greife dein Ziel an. So. Moment. Bild dich mal auf Nahkampfschaden. Weil wenn er jetzt mich vorher angreifen sollte... Nee, die sind beide beschäftigt. Moment. Verhalten. Passiv. Bleib hier schön stehen. So, ich gucke jetzt, dass ich an meine Tasche komme. Die sollen ruhig beide miteinander kämpfen.
So, zack. Oh Gott. Oh, der Agentavis versucht wegzukommen. Oh ja, der haut ab, der haut ab. Der will abhauen, Leute. Da müssen wir so schnell wie möglich hinterher. Oh, jetzt laufen wir oben noch Hyänen. Ist das dein Ernst? Heute nicht deine Folge, glaube ich. Nee, heute ist echt nicht mein Tag. Dieses blöde Mistvieh. Ja, ich habe ihn noch erwischt. Sehr gut. Oh, er fliegt schon runter. Er fliegt da hinten runter. Ja, sehr gut. Wieder erwischt. Boah, Leute, ey, das ist so ein blöder Agentavis wieder, ne? Der will abhauen. Der will einfach weg. Der will nicht, dass ich den gelegt kriege. Er landet, er landet, er landet dort, er landet dort. Sehr gut. Komm schon. Er darf nicht übers Meer. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja. Ich habe ihn noch hier gelegt bekommen. Er liegt, er liegt. Wir haben einen 135er Agentavis. Boah, Fleisch erstmal reinpacken, schnell. So, zack. Junge, Junge, das war aber jetzt knapp. Ich musste dafür echt ein Opfer eingehen, fast schon. So, jetzt müssen wir Einhorn-Sabi oben vom Hügel runterholen. Oder bist du da gerade in der Nähe? Wo? Oben, wenn du den Hügel hochgehen würdest jetzt, ne? Da dem, in die Schlucht. Ja. Die steht da direkt vor dem Dschungel, die siehst du sofort. Ja, ich hol die ab. Okay, sehr gut. Dann kannst du die wieder ins Lager bringen. Du musst sie auch wieder auf Passiv stellen. Und hier ist schon wieder eine 100er Schildkröte. Die werden wir auf jeden Fall schnell töten. Erstmal gibt das gut XP. Und als nächstes brauchen wir das Keratin jetzt unbedingt für einen Sattel. So, schnell töten das Vieh. Wir müssten eigentlich versuchen, an Prime Meat zu kommen. Aber wir haben noch keine Möglichkeiten gut dazu. Oh, da kommt noch eine Schildkröte, Leute. Jetzt kommt ihr nochmal vor, Ende des Videos. Oh Gott, aua, die macht 22 Schaden mit dem Schlag. Da müssen wir aber aufpassen jetzt hier. Eieiei. Ja, ich muss eben ein bisschen schneller abhauen. Damit wir schön Ausdauer recken können. Und vielleicht sollten wir uns das ein oder andere Fleisch auch mal reinpfeifen noch. So, mal eben was weiter wegrennen, so. Wieder Ausdauer recken. Ganz wichtig. Das Problem ist, weil ich Durst habe. So, die machen wir jetzt schnell platt. Ihr seht also die Dinos, also die Viecher hier spawnen auch sehr schnell nach. So, die ist jetzt fast kaputt. Ich hoffe nur, dass die andere jetzt nicht auch so stark ist. Okay, sehr gut. Die haben wir tot. Dann gehen wir jetzt schnell was trinken, dann legen wir die andere Schildkröte noch. Getrunken habe, dann kann ich erstmal Ausdauer recken. Ah, die andere hat von mir jetzt abgelassen, weil die eine Schildkröte getötet wurde. Ist das, weil ich jetzt gerade so verwundet bin, dass er so langsam die Ausdauer reckt? Das kann natürlich sein, Leute. Das kann natürlich sein gerade. Ah, warte, wir gucken mal. Welches Level bist du denn? 45. Okay, können wir gleich uns gönnen. Bauen wir jetzt erstmal die hier ab. Sehr schön. 7, 9 Keratin. Ah, 11. 11 Keratine haben wir wieder aus einer rausbekommen. Das ist schon mal sehr gut. So, die läuft jetzt gerade weg, weil die Angst hat wegen der Einschildkröte, die wir getötet haben. Das heißt, wir müssen das jetzt ausnutzen und die hier versuchen, so schnell es geht, zu töten. Komm schon. Oh, jetzt hat sie keine Angst mehr. Oder doch? Doch, hat sie noch. Okay, dann töten wir die jetzt schnell. Einfach an der dranbleiben, auch wenn der Torpor-Wert jetzt kommt. Hau weiter drauf, die kriegen wir tot. Das sieht sehr, sehr gut aus.
Ja, sehr gut. Haben wir getötet, Leute. So, dann bauen wir die schnell ab. Alter, gibt die gut Keratin gerade. Okay, von der haben wir aber ordentlich Keratin bekommen, Leute. Und wir sind ein Level up. Da machen wir jetzt direkt erstmal wieder Nahkampfschaden höher. Den werden wir jetzt auf 200% versuchen. Das heißt bis Level 80 circa. Ja, vielleicht werde ich den auch komplett durchpushen auf 300%. Müssen wir mal schauen. Weiß ich noch nicht genau. So, unsere Ausdauer, die geht auf jeden Fall jetzt schon mal ordentlich hoch. Und dann würde ich auch mal sagen, war es das schon von der heutigen... Oh, hier ist ein Raptor. Schaffst du den? Ansonsten musst du eins unserer Viecher einfach aggressiv pfeifen. Ja, das Problem ist, dass der in der Base ist. In der Base drinne? Ja, der hat von da die Trike gehittet. Okay, ist die tot oder wie? Nee. Okay, welches Level ist der? Weißt du das? 85. Okay, ja gut, Leute, dann machen wir jetzt mal an der Stelle Feierabend. Ich weiß jetzt nicht, ob der Raptor gerade getötet wird oder nicht. Ja, keine Ahnung, vielleicht werden wir ihn in der nächsten... getötet. Okay, den werden wir in der nächsten Folge dann tamen, Leute. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.